Ich esse gerade ein bisschen Popcorn, weil das Thema ist zu heiß. Bushidos Frau ist jetzt weggeflogen aus Dubai. Und man kann praktisch annehmen, dass dass eine Trennung folgt. Sie hat zwar gesagt, irgendwie sie holt die Kinder oder nimmt die Kinder mit. Das war so ein bisschen Verwirrspiel in der Story. Aber ich denke, als Medienprofi weiß ich, dass die beiden sich trennen. Sie sagt zwar, sie wird ihn vermissen und so weiter, aber er tut so da vorne auf dem Auto, auf dem Platz. So, er wirkt so ein bisschen beschämt, so kenne ich Bushido nicht. Er wirkt ein bisschen beschämt, so, weil er weiß, was kommt. Und vielleicht wird sie sich von ihm trennen oder sie werden sich trennen oder sie sind schon getrennt. Keine Ahnung, sie meinte, sie fliegt weg, aber warum sollte sie jetzt so weit wegfliegen? Sie waren doch glücklich zusammen da, oder nicht? Na gut, ich glaube, ein Kind haben sie verloren, ich bin mir nicht sicher, bei der Geburt. Da stand in der Zeitung groß, Kind verloren. Also ja, ihr könnt kommentieren, wenn ich falsch liege, aber das sind so die News, die ich aufschnappe. Als Musikproduzent auf jeden Fall Bushido beschämt vorne auf dem Platz so ein bisschen, meinte noch irgendwas von der Sprachnachricht, hat er gesagt. Also es sieht und wirkt ganz danach, dass sie sich trennen. Also wenn jetzt in der Zeitung steht Trennung Bushido und seine Frau, dann ist es klar, es ist eine Trennung. Dann geht das Video hier natürlich auch nach oben. Das natürlich, das freut mich dann auch. Es freut mich übrigens auch ungemein, dass sie so viel kommentiert und abonniert. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich denke auch, dass ich jetzt noch die paar, ja, Hater auf meine Seite ziehen werde, weil es ist natürlich Ambach jetzt hier. Bushido sitzt vorne beschämt im Auto. Seine Frau sitzt hinten, flüstert ihm zu, ich werde dich vermissen. Vermissen, Ding Dong. Sie werden, sagt auch in der Story, sie werden sich eine lange Zeit nicht sehen. Eine lange, lange Zeit. Also das ist meistens, wenn sowas ist, entweder eine Auszeit oder eine Trennung. Ich würde das jetzt so verstehen, wenn ich jetzt Bushido wäre, würde ich wissen, okay, she's gone. Ne? She's gone away. She fly away. Und ich will jetzt nicht auf Englisch switchen, sonst kommen hier noch die ganzen Engländer und kommentieren. Können Sie auch gerne machen. You're welcome. Aber ich glaube wirklich, dass die Luft so raus ist in Dubai. Das ist erst das Kindermädchen oder Zimmermädchen, Kinder, die Nanny. Wir wissen ja auch nicht, wie das da ablief. Und ich denke oder ich hoffe mal nicht, dass Bushido jetzt eine Affäre mit ihr hatte, weil sie wurde ja rausgesetzt. Jetzt fliegt seine Frau, fliegt jetzt nach Deutschland oder in die Berge. Sie hat auch gar nicht mehr gesagt Deutschland, sie hat nur noch Berge gesagt. Also ich weiß irgendwie nicht, was da los ist. Irgendwie ist da was los. Dann sollen die Kinder mit, dann holt sie die Kinder ab, dann lässt sie die Kinder da. Also auch die Kinder, ich weiß nicht, sitzen die jetzt mit im Flugzeug mit ihr nach Deutschland oder irgendwo anders ins Gebirge oder wo fliegt sie eigentlich hin? Fliegt sie nach Alaska und will die Bären beobachten? Fliegt sie nach Las Vegas, spielt ein bisschen im Casino und gibt Bushido was ab, obwohl er ja nicht so viel braucht? Ich denke mal, du bist Bushido, wirst genug Kohle haben. Und deswegen, ja, also das ist auf jeden Fall die Trennungsnews. Wenn sie sich nicht trennen, dann grenzt es an ein Wunder. Wie gesagt, also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin und die würde so lange wegfliegen, dann wäre für mich ein Zeichen, ja, da besteht nicht so, oder wir nehmen uns eine Auszeit, das wäre für mich auf jeden Fall ein Zeichen, es geht Richtung Trennung. Aber ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr denkt, was ihr meint, und darüber freue ich mich herzlich. Bis dann. Popcorn waren übrigens lecker.